Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Kampf bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Wir sind unterwegs mit Routena und mit wir meine ich von Nö her Gameplays als Hobby und euch Zuschauer. Denn wenn ihr zuschaut, seid ihr auch bei wir. Okay, wir suchen den nächsten Kampf. Wir hatten jetzt den ersten Kampf eine Niederlage und die nächsten zwei hatten wir jetzt Siege. Und wir haben schon den nächsten Gegner. Vielleicht holen wir jetzt noch den dritten Sieg als Hattrick. Nyla aus dem Vereinigten Königreich mit Suicune mit 74 Siegen. Hallo Nyla. Nyla war doch richtig. Nyla, nicht Nyla. Gruppe D1 ist eine Gruppe über mir, da war ich auch mal. Okay, wenn ich gewinne, gibt es immerhin 100 Punkte, glaube ich, oder zumindest 75. Schauen wir mal. So wird man auf jeden Fall ein bisschen näher an Punkte kommen. Irgendwie. Nein. Die geht wohl auch auf Nummer sicher und macht hauptsächlich Fernkampf. Okay. Okay. Mann! Immer wenn der Gegner Pokémon ruft, kann ich machen, was ich will. Ich mache keinen Schaden. Mache ich das mal, können die mir Schaden verteilen. Das gibt's denn. Okay, Nyla. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schlecht gekämpft von mir, aber gut gekämpft von dir. Auf jeden Fall. Vielleicht sieht man sich ja noch immer. Gut, das war jetzt meine zweite Niederlage. Und hatte aber zwei Siege immerhin dafür. Und da ich die letzten Male auch jeden, zumindest im Pokémon, nur vier Kämpfe gemacht hatte, nehme ich dann jetzt beim nächsten Kampf wieder jemand anderes. Okay, mal schauen. Das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit Routena und von Löher Gameplays als Hobby. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft es wie immer, sage ich ja zumindest wie immer, gerne machen, dann kriegt ihr natürlich Benachrichtigung, wenn der nächste Teil hochkommt und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil oder bei einem anderen Let's Play, wie es euch belangt. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und auf YouTube generell und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss.